Geh mal weg hier. Sie ziehen sich zurück. Das hilft Ihnen auch nicht. Sie da draußen, hören Sie mich? Die Stimme kenne ich. Das ist Vaughn, unser Botaniker. Pathfinder, Drake? Kein Wunder, dass die Piraten meinten, sie bräuchten Verstärkung. Was machen Sie hier? Ich war gerade auf dem Schiff, als die Piraten es gestohlen haben. Ich konnte niemanden mehr warnen. Okay, Schluss mit dem Quatsch. Komm runter. Würde ich ja. Aber ich musste mich in einem Container einschließen, um sie loszuwerden. Die wollen mich töten. Na toll, sie lassen den Transporter warm laufen. Bläh. Uns läuft die Zeit davon. Jetzt wissen Sie, warum wir hier sind. Sie dürfen nicht entkommen. Ohne den Tresor ist die Kolonie verloren. Nicht mehr lang und wir kriegen den Kampf, den Sie wollten. Der Transporter oder Vaughn? Was ist wichtiger? Konzentration, Drake. Es geht um Ihre Kolonie. Was wollen Sie tun? Ohne Vaughn sind die Saaten im Tresor nutzlos. Er hat Vorrang. Vaughn, wir sind unterwegs. Seite ist ein Weg. Vielleicht kommen wir ja durch, wenn wir das hier wegräumen. Meinst du hier so lang? Darüber? Signal ist jetzt leer. Was? 15.000 Credits? Was für Credits? Was? Vielen Dank. Was für Credits? Zu meiner Zeit hat ein Kroganer noch um Erlaubnis gefragt, bevor er jemandem den Hof gemacht hat. So wie es die Clan-Tradition. Ich verzichte, Kroganer! Der Transporter war nur der erste Schritt. Wir werden uns an der Nexus und den Kroganern rächen. Es gibt nur eins, was hier heute zerstört wird, und das bist du. Und dieser Ort. Und dein Boss. Und vermutlich deine gesamte Crew. Genau genommen werden hier also eine Menge Dinge zerstört. Und sie alle gehören dir. Wir finden Vaughn. Dann den Transporter und dann kümmere ich mich um Vaughn. Sie haben Vaughn noch nie erwähnt. Der Botaniker des Clans. Der Kleine bringt alles zum Wachsen. Aber er hat keine Überlebensinstinkte, gar keine. Ein Wunder, dass er das Erwachsenenalter erreicht hat. Scheint alles.
muss man lang? Hier. Oh. Vorns Kommsignal kommt von dort oben. Ich bin in dem Container auf der rechten Seite. Sekunde. Nein. Ah! Oh! Nein! Nein, 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 wir brauchen den doch noch. Hey, alles okay? Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Was hast du dir gedacht? Warum hast du das getan? Er wollte sie erschießen. Die Kolonie kann auch ohne mich überleben. Aber ohne dich und das, was in deinem dämlichen Schädel steckt, hat unser Volk keine Zukunft. Sie sagen ständig, sie sind entbehrlich. Aber das stimmt nicht. Wir brauchen sie. Wir wissen, was wir verloren haben, weil sie es gelebt haben. Ich brauche noch ein paar Dinge, bevor wir aufbrechen können. Reden Sie mit ihm. Es erfordert einen starken Willen, alles für sein Volk zu geben. Der Kleine kapiert nicht, dass ich mein Leben eben manchmal riskieren muss. Aber er hat nicht das Recht, seines für Sie zu riskieren? Nicht Sie auch noch. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen uns einen Transporter zurückholen. Ich bin soweit. Du bleibst schön hier. Ich habe keine Lust, Cash zu erzählen, dass du wie ein Idiot gestorben bist. Ja, das dürfte funktionieren. In Deckung! Hi. Hi. Frank, der Saatentresor ist noch im Transporter. Ich habe beschlossen, gut mitgedacht bei den Schlössern, Vaughn. Danke, Sir. Werden Sie nicht übermütig, man hat Sie trotzdem erwischt. Ihr Wunsch. Sind Sie noch nicht tot? Ich setze Around, kriegt langsam Panik. Tja, im Moment ist es echt geschissen, hier zu sein. Da ist der Transporter. Vaughn, Sie steuern und halten die Andockklammern geschlossen. Wir geben Ihnen Deckung. Okay.
Vergesst das Kopfgeld! Legt sie einfach alle um! Dieser Regen macht es echt schwierig, einen vernünftigen Schuss abzufeuern. Nicht mal so viele Piraten. Drei. Volle Konzentration da drüben. Von wo kommt sie? Von wo? Oh Gott, ich hasse sie. Haben wir noch eine? Haben wir noch eine Hydra? Nee, ne? Doch! Oh Gott!
Yes. Das hätten wir. Hey, hier rüber! Oh, schön, schön. Zwei Hydras erledigt. Läuft bei uns. Und was? Ich schätze, das war's. Nicht weiter. Du. Ich nehme diesen Transporter. Wenn sie das tun, sind sie tot. Und wenn mich diese irre alte Krogana zu fassen bekommt, bin ich nicht tot, oder was? Glaub mir, ich bin gerade nicht dein größtes Problem. Oh, der Klassiker. Ich warne Sie! Oh mein Gott! Warten Sie, kommen Sie nicht näher! Es beeinträchtigt jeden, der kein Kroganer ist. Es ist ziemlich stark. Dann bringen wir mal den Müll raus. Mein erster Feldversuch. Es hält nicht lange an, aber es wirkt schnell. Das wagen Sie nicht. Sie bluffen doch nur. Hast du das gerade echt gesagt? Nein, nein, nicht loslassen! Ihre Entscheidung. Wir kriegen Spender auch ohne ihn. Nein, nein, das können Sie nicht tun. Ich kann tun, was immer ich will. So viel dazu. Bringen wir diesen Transporter wieder zurück. Sie sind nicht im Bericht, Rip. Unterhaltung nicht führen. Ich weiß nicht. Kann nicht schaden, ihn anzuhören. Ich hasse euch alle. Lasst mich doch einfach in Ruhe, alt und verschroben sein. Ach, Drake. Ich glaube, die kroganische Kolonie ist direkt um die Ecke. Schön. Danke, dass Sie mir geholfen haben, den Kolonietransporter zurückzuholen, Ryder. So was Dämliches aber auch. Tja, so sieht ihr Leben im Grenzbereich nun mal aus. Zumindest müssen wir uns wegen Around keine Sorgen mehr machen. Ja, ich schätze, das hat sich erledigt. Ja, endgültig. Ich kann's kaum erwarten, Spender an die Wand zu nageln. Früher oder später werden wir ihn kriegen, genau wie Around. Hoffentlich früher. Ich hab schon Pläne mit ihm. Ach, hören Sie mich nur reden. Ryder, Sie kennen mich inzwischen gut genug. Fakt ist, ich bin ein Fossil. Ein Symbol der Vergangenheit, in der die Kroganer wild entschlossen waren, sich selbst zu vernichten. Kämpfen und töten. Mehr kenne ich nicht. Wenn mein Clan und Cash eine echte Zukunft haben soll, ist es vielleicht besser, wenn ich nicht Teil davon bin. Ihr Clan braucht sie. Genau wie ich. Wir müssen aufeinander aufpassen. Das sagen Sie jetzt. Vergessen Sie nur nicht, wen Sie da ermutigen.
Schön, 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 schön. Jetzt können wir nämlich den Drag leveln. Wuhu! Ach, toll. Schön. Wie viele Punkte haben wir denn eigentlich? Irgendwas machen? Das war gut. Sehr, sehr gut. Freut mich. Der Track, ich mag den einfach. Das ist so ein Typ. Muss man einfach mögen. Hier unten? Hey, hier hat es doch gerade was angezeigt. Ich wollte erst die anderen annehmen, bevor wir zur Hauptmission gehen. Warte, hier. Hör dir doch nur mal selbst zu. Ich weiß, was ich gesehen habe. Hat dieser Wurm gedacht, mir fällt das nicht auf? Es ist mein Trupp, nicht der von Gran. Und ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass sie Befehle von ihm annehmen. Was soll ich unternehmen? Kümmere dich darum, Cortex, sonst mache ich das. Die Hälfte der Zeit habe ich das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der diese Kolonie zusammenhält. Ärger? Varka und Gran haben zu Hause zusammen gekämpft. Seite an Seite. Aber immer als Konkurrenten. Das hat ihnen Kraft gegeben. Jetzt haben sie keine Feinde mehr. Also bekämpfen sie sich gegenseitig. Ich spüre, wie die Lage sich verschärft. Die Kolonisten ergreifen Partei. So beginnen Clankriege. Eine gespaltene Kolonie kann hier draußen niemals überleben. Und genau deswegen müssen wir schnell handeln. Die beste Methode, um diesen Streit zu beenden, ist ein Ritual der Einigung. Und das funktioniert wie? Man steckt sie zusammen mit einer Bestie in einen Ring, damit sie als Team kämpfen müssen. Der Sieg über einen gemeinsamen Gegner ist ein starkes Band. Für Krogana bedeutet so etwas viel. Wenn sie mir helfen, das Ritual durchzuführen, können wir diese Kolonie zusammenhalten. Wie könnte ich bei dem Ritual helfen? Nun, zunächst einmal brauchen die beiden einen Gegner. Sie meinen aber hoffentlich nicht mich. Nein, aber sie müssen mir dabei helfen, eine Bestie in die Arena zu treiben. Schamanen stellen für so etwas einen speziellen Köder her, der auch helfen sollte, die Bestie zu unterwerfen. Glauben Sie wirklich, dass Varka und Gran einen Krieg anzetteln könnten? Große Probleme sind anfangs immer kleine Probleme. Ich will kein Risiko eingehen. Ich werde mein Bestes geben, um Ihnen zu helfen. Gut. Legen Sie den Köder in der Wildnis aus, um einen Koloss anzulocken. Die Bestie ist wahrscheinlich zunächst streitlustig, also seien Sie vorsichtig. Ich halte Varka und Gran auf Distanz, bis sie zurückkommen. Viel Glück. Okay. Oh, cool. Guck mal. Oh, das haben wir fast übersehen. Cool. Wieder ein Modell für unsere Sammlung. Hier muss dann noch irgendwo einer sein. Da unten, oder? Ja, ich glaube, ich muss da irgendwo runter. Komme ich wieder hoch? Hast du gehört, dass Garrick und sein Team gegen den Wurm gekämpft haben?
Geben Sie Bescheid, wenn Sie auf Wurm. Das war der? Dann plane ich schon mal Ihre Beerdigung. Okay, wir sind wieder draußen. Alles klar. Hier kann man sich aber auch echt verlaufen. Wir müssen nach unten irgendwo hin, ne? Sie haben keine Erlaubnis, sich Morda zu nähern. Ist ja gut, Alter. Wo ist denn die Morda? Da oben. Hi. Bist du Morda? Warte mal. Hier, ne? Hier. Wo sitzt sie denn? Wie komme ich denn da runter? Hier lang. Hä? Ey. Drehe noch durch. Wo muss ich hin? Um Gottes Willen. Nicht. Hier lang, oder? Weiß nicht, wo ich bin. Wenigstens haben uns die Plünderer noch nicht angegriffen. Hier? Hier rein? Kein Mensch kann so verrückt sein. Nee. Tut mir leid, Karl. Ich check nicht, wo ich bin. Mich. Komm schon. Hey, Nexus, helfen Sie mir mal. Die Initiative hat die Genophage doch geheilt, so wie sie es versprochen hat, oder? Nicht geheilt, aber sie hat gute Fortschritte gemacht. Die ist minimal. Es hat keinen Sinn, sich Hoffnungen zu machen. Es ist unsere Pflicht, die Kolonie mit starkem Nagmo-Nachwuchs zu bevölkern. Habe ich recht? Haben Sie schon mal versucht, Kinder zu bekommen? Natürlich. Vor der Reise und danach. Oft sogar. Wir müssen es einfach weiter versuchen. Ein Versuch kann nicht schaden, oder? Sie haben leicht reden. Ihre Kinder sterben nicht in ihren Eiern. Die Kroganer beginnen hier ein neues Leben. Alles ist möglich. Der Pathfinder hat recht. Es ist ein Neubeginn. Wir haben jetzt wirklich eine Chance auf Nachwuchs. Wir setzen dieses Gespräch später fort. Ey, ich blick nicht, wo ich hin muss. Warte mal. Ich muss jetzt hier hoch? Da die Treppen hoch und dann? Ist sie da oben drin? Morda plant eine Expedition zu diesem Wrack im Ödland. Bist du dabei? Nur wenn sie Kämpfer brauchen. Ich will dieses Verlegen durch. Tut mir leid, Pathfinder. Fremde haben keinen Zugang. Sei nicht so ein Schisser. Das sind ja keine Gäste. Und woher weißt du das? Hier lang? Nee. Blick nicht, wo ich hin muss. Ich weiß es nicht. Wo ist denn dieser scheiß Thronsaal? Halt doch mal deine Klappe. Was ist denn los mit dir? Was bist denn du?
Hä, die ist gar nicht da. Das ist doch der Thronsaal. Das ist der Typ, den wir gerettet haben. Oh Gott. Hier, ah, hier vielleicht mit dem? Wenn ich... Sind Sie Revenor Brank? Strux schickt mich. Er meinte, Sie... Wir treffen uns später bei der Kampfgrube. Hey, Nexus! Sie reden hier gefälligst mit mir! Sind Sie Mordor? Ich bin Nakmor Mordor, Overlord der Kroganer in Helios. Overlord? Drag, Sie haben den Job gewechselt. Offenbar genau wie Sie. Und Sie sind vermutlich dieser gefeierte Pathfinder von der Hyperion. Ich bin Ryder. Das ist so aufregend. Ich war einem Pathfinder noch nie so nah. Vermutlich, weil die Kroganer nie einen hatten. Willkommen in Neu-Tuchanka. Ich verstehe, dass Sie und Ihre Leute wütend sind. Die Menschen waren im Citadel-Rat willkommen, während die Kroganer jahrhundertelang unterdrückt wurden. Sie haben keine Ahnung. Ihr Verständnis macht mich einfach nur krank. Okay, ich hab's kapiert. Was wollen Sie hier, Pathfinder? Sich eine erfolgreiche Kolonie ansehen? Wir, die Initiative, haben Sie hierher gebracht. Und Sie haben uns verlassen. Sollten Sie gegen die Nexus vorgehen, wird das als Kriegsverbrechen oder Mord betrachtet. Mord? Haben Sie je eine kroganische Totgeburt gesehen? Verschwinden Sie, bevor ich Sie zerfetze! Es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Eieiei. Ich weiß, wie stur Mordor sein kann, aber das hat sogar mich überrascht. Das ist nicht gut. Sich hier zurechtzufinden, das ist nicht gut. Ja, schon möglich. Sie hat nicht mal geblinzelt, als sie davon angefangen haben, dass die Kroganer gegen die Nexus vorgehen könnten. Okay, aber bevor... Ich verkaufe prinzipiell keinen Rönnkohl an Menschen. Wie war die Reise auf der Nexus? Keine Ahnung. Ich erinnere mich nur noch, wie uns die Salarianer in den Kälteschlaf versetzt haben. Ein paar von uns brauchten die doppelte Dosis, um einzuschlafen. Dann war da nichts mehr. Und plötzlich waren wir hier. Fragen Sie Baruk, wenn Sie mehr wissen wollen. Er ist angeblich während der Reise aufgewacht und hat 50 Jahre allein auf der Nexus gelebt. Das hat er doch erfunden. Kann schon sein. Aber es ist trotzdem eine gute Geschichte. Wie ist das Leben hier draußen? Es ist kein Paradies, aber leichter als auf Tuchanka. Zu Hause konnte es einem den Panzer vom Schädel reißen, wenn man während eines Nuklearsturms nach draußen gegangen ist. Was ist Rönnkohl? Kroganischer Alkohol. Er geht runter wie eine scharfe Granate. Und das wäre was für die Dings, für die Cash. Er ist der stärkste in der gesamten Galaxie. Das ist beeindruckend. Eigentlich nicht. Ich bin schließlich die einzige Rönnkohlbrennerin in dieser Galaxie. Erinnern Sie mich daran, mich damit einzudecken. Was hat Sie dazu gebracht, nach Helios zu kommen? Ich war es leid, auf einem toten Planeten zu leben und dabei zuzusehen, wie sich mein Volk in Stücke reißt. Die Reise auf der Nexus war eine Chance, nochmal von vorne anzufangen. Aber Sie haben die Nexus verlassen. Und das hier aufgebaut. Es war die beste Entscheidung, die wir Kroganer je getroffen haben. Ich wünschte nur, wir wären im Guten gegangen. Es ist nicht klug, hier draußen alle Brücken hinter sich abzubrechen. Wieso verkaufen Sie keinen Rönnkohl an Menschen? Weil ich schon zu viel Zeit damit verbracht habe, Menschen wieder aufzupäppeln, die dachten, sie würden ihn vertragen.
Tatsache ist, sie vertragen ihn nicht. Er bringt sie vielleicht nicht um, aber es endet immer in einer Riesensauerei, die ich dann wegmachen darf. Ich wette, mir passiert das nicht. Das sagen sie alle. Das war vorerst alles. Dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Was halten Sie von der Kolonie? Ziemlich beeindruckend, ha? Huh? Es ist rustikal. Ja, und genau so wollten wir es haben. Rustikal. Passt zu euch. Sie scheinen sich hier richtig wohl zu fühlen, Drac. Und du wirst nicht jünger. Willst du dich nicht langsam mal zur Ruhe setzen? Das wird eine traurige Ehre. Es gibt hier viele Fertigbauteile und Shuttles. Ein Teil davon ist Ausrüstung, die wir auf der Nexus gelagert hatten. Den Rest haben wir gestohlen, als wir gegangen sind. Es ist ja nicht so, dass uns irgendjemand aufhalten wollte. Seit wann gibt es die Kolonie schon? Seit wir die Nexus verlassen haben, nach der Meuterei. Einfach so? Runter von der Nexus und Kolonie gründen? Wir sind Kogana, Kleine. Wir können überall leben. Wir könnten uns auf einem Vulkan niederlassen und kämen trotzdem bestens zurecht. Woher kennen Sie Drac? Wir haben früher zusammen geschürft. Wir hatten ja noch nicht mal alle vier Eier im Sack. Und seitdem werde ich ihn einfach nicht mehr los. Wir reden später. Ah, im Gewächshaus. Im Gewächshaus. Jetzt halt doch mal deine dumme Klappe, Mann. Ist nicht der hier? Ich kann es schaffen. Ich weiß es. Und genau das macht. Mit wem muss ich reden? Danke, dass Sie Vaughn gerettet haben. Ich weiß nicht, ob ich es mir je hätte verzeihen können, wenn ihm etwas zugestoßen wäre. Seien Sie einfach vorsichtig, Huck. Keine Sorge. Ich habe meine Lektion gelernt. Wissen Sie irgendetwas über diese komischen Pflanzen, die in den Dünen wachsen? Die Roten? Naja, von denen gab es mal deutlich mehr. Was meinen Sie damit? Sehen Sie all diese roten Banner da draußen? Und den roten Anstrich an den Wänden? Genau. Die zermahlenen Blätter eignen sich perfekt, um Farbe herzustellen. Abgesehen davon haben sie aber keinen großen Nutzen. Sie sind einfach nur schön anzuschauen. Wie geht Ihre Forschung voran? Langsam. Wir selbst kommen auf Eladen zurecht, die Pflanzen aber nicht. Sie brauchen einen besseren Schutz gegen die Elemente. Ich habe deshalb vor, sie mit auf Eladen heimischen Tieren zu kreuzen. Ich glaube, das ist keine sonderlich gute Idee. Das hat Vaughn auch gesagt. Er will nicht riskieren, ein weiteres T'Chanka zu erschaffen. Ich gebe zu, es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass wir fleischfressende Pflanzen wie diejenigen zu Hause züchten. Aber es ist das Risiko wert. Seien Sie vorsichtig, Huck. Auf jeden Fall. Brack. Brack heißt er. Oh Gott, ey. Brank. Wer soll denn Brank sein? Bist du Brank? Oder ist es der da unten gewesen?
Auch nicht Brank. Kann mal jemand diesen Nexus-Müll rausschaffen? Auch nicht Brank. Bist du Brank? Du? Du? Wer ist Brank? Bist du Brank? Und du? Du auch nicht. Ist einer von euch Brank? Nein. Wer zur Hölle ist Prank? Ravenor Prank. Ich muss jetzt Ach, was ist das? Rechts? Dahin? Well? Hier irgendwo muss doch Prank sein. Bist du Prank? Und hast es mir nicht gesagt? Nee, das... Nee. Oh, ich hasse dieses Rumgesuche. Einer von euch Prank. Geht's hier noch weiter runter? Oh, dann ist hier bestimmt irgendeine Prank, oder? Hier kannst du dich echt verlaufen. Oh, da unten. Jetzt halt doch mal deine dumme Klappe. Wie bitte? Oh, Gott sei Dank. Komm. Terminal erst noch. Gemeinschaftliches Miteinander. Okay, Leute. Die meisten von euch sind entweder nach Geschlechtern getrennte Lager auf Tuchanka oder die Arbeit unter hauptsächlich männlichen Söldnern im All gewohnt. Aber jetzt sind wir alle zusammen. Also lasst uns das Beste aus dieser Problemmöglichkeit machen. Nachdem wir von einigen Frauen Fortpflanzungswünsche und von Männern etliche Fragen zum Thema Fruchtbarkeit erhalten haben, kam es schon zu einigen wirklich guten Gesprächen und in den meisten Fällen sind inzwischen auch alle wieder von ihren Verletzungen genesen. Um den Dialog weiter zu fördern, gibt es ab sofort einige verpflichtende Werke zur kulturellen Erziehung. Blasto 6 Komplizen. Blasto und die Schwester von Blastos Partner vollziehen einvernehmlich verschiedene Paarungsrituale. Blastos Partner versucht daraufhin wieder, seine Schwester zu bevormunden. Noch erschießt er Blasto, weil diese sich ohne seine Erlaubnis mit seiner Schwester paart. Flotte und Flottille. Bellicius und Chalet sind ein gutes Beispiel für ein Paar, das sich trotz einiger kultureller Unterschiede umeinander bemüht. Ihr solltet allerdings nicht singen. Niemand singt während der Paarung. So etwas gibt es nur in Filmen. Das kann ich gar nicht genug betonen. Kranz kaum erwarten. Was? Kranz kaum erwarten. Mir ist bewusst, dass einige von euch ein Problem damit haben, dass ein junger Kroganer eine menschliche Frau umwirbt. Aber da es in dem Video buchstäblich darum geht, dass ein männlicher Kroganer anständiges Webeverhalten erlernt, werdet ihr alle schön die Klappe halten und es euch ansehen. Außerdem spielt Vega Bull Jr. die Rolle des Vaters der Menschenfrau so überzeugend, dass man ihn zum Ehrenkroganer ernennen sollte. Geständnisse einer Asari 26. Tiefblau, kann nicht schaden. Wenn ihr damit durch seid, empfehlen wir euch ein wenig Edutainment in Form der Dating-Simulationen, die in jedem Laden erhältlich sind. Ich wüsste nur wenigstens, was uns alle mehr über Romantik lernen könnte, als ein interaktives Spiel zu diesem Thema. Geschütz-Upgrade aktualisiert.
Habt ihr alle mitbekommen, wie mein Geschütz einen kompletten Kettjäger in die Luft gejagt hat? Ich meine, klar, ich bin ziemlich sicher, dass ihr es mitbekommen habt, weil die Explosion nämlich die Sehnerven einiger Männer geschädigt hat, die keine Schutzbrillen auf hatten. Männer, Schutzbrillen sind eure Freunde. Vertraut auf die Schutzbrillen. Ich absolviere jetzt meine Apex-Ausbildung, habe euch aber die Codes dagelassen. Außerdem könnt ihr mich jederzeit um Hilfe bitten, falls meine Geschütze innerhalb von Sekunden sämtliche Feinde erledigen und euch Pichucks dadurch schlecht aussehen lassen. Ihr seid das beste Grant, das sich eine Frau nur wünschen kann. Zeigen wir dieser Galaxie, wozu wir fähig sind. Noch was, denkt daran, eure FFS aktuell zu halten. Ich habe den Geschützen einen Verhaltensalgorithmus einprogrammiert, durch den sie glücklich sind, wenn sie irgendwas umlegen. Das Ganze ist wie ein Blutrausch für Geschütze und ich bin mir ziemlich sicher, dass es wie gedacht funktioniert, aber man weiß ja nie. Habt Spaß! An alle, neue Väter. Gibt es noch andere Männer mit Kindern, die Interesse an einem Treffen hätten, jetzt wo man von uns erwartet, sie gemeinsam mit den Frauen großzuziehen, anstatt sie nur hin und her zu besuchen, habe ich jede Menge Fragen. Wir sollten uns also gemeinsam mit den Kleinen zusammensetzen und rausfinden, wie wir es hinkriegen. Es wäre vielleicht am besten, die Umgebung dabei kindersicher zu machen, also keine Explosivgeschosse, okay? Wendet euch an den Verfasser dieser Mitteilung, um zu erfahren, wann wir uns treffen. Ravenna Brank! Seien Sie leise. Wenn Morda erfährt, dass ich mich mit Ihnen unterhalte, wirft sie mich hochkant raus. Spucken Sie einfach aus, was Sie wissen. Ich erledige dann den Rest. Okay, okay. Ich sagte leise, nicht unhöflich. Was? Haben Sie das abgestürzte Schiff gesehen, als Sie gelandet sind? Morda ist hinter dem Antriebskern her. Warum? Sie kann keine Relikt-Tech aktivieren. Was quatschen Sie da eigentlich? Sie baut eine Bombe. Mit dem Antriebskern als Energiequelle. Sam? Es wäre für diejenigen, die sie bauen, gefährlich, aber letzten Endes durchaus möglich. Ihre Abrissteams reißen seit Monaten Wände ein und bekämpfen sowohl diese Roboter als auch Plünderer. Viele hier wollen Frieden mit der Nexus, aber wenn Morda diesen Antriebskern in die Finger bekommt, hat sie das für immer erledigt. Und jetzt gehen Sie. Danke, Brank. Oh, schön, dass ich dich endlich gefunden habe. Wollen Sie Ihre Creds verdoppeln? Wetten Sie bei mir auf die Blutdrescher. Und? Sind Sie dabei? Klar, ich versuche mal mein Glück. Nicht so schnell. Der Kampf läuft noch. Ja, ich warte ja. Und jetzt? Ja, und jetzt? Ich gebe jetzt keine Wettscheine aus. Sie müssen warten, bis der Kampf vorbei ist. Aber die kämpfen gar nicht. Seit 3 Tagen keinen einzigen Tropfen Wasser mehr. Und ich wette, ich könnte noch 2 Tage durch. Die kämpfen gar nicht. Oder wo kämpfen die? Ich dachte, das ist die Arena. Organischer Jäger. Sehen Sie sich den Kampf an. Er wird gerade richtig spannend. Nexus, wie läuft's? Macht Ihnen Eladen Ihr menschliches Leben zur Hölle? Dieser Planet ist kein Ort für Weicheier. Ja. Auf der Erde gibt's keine Dreschlunde, an denen sie üben konnten. Ich komme klar. Das würde ich zu gerne sehen. Wenn wir das nächste Mal auf Kolossjagd gehen, nehmen wir sie mit. Danke, aber ich passe. Ich muss mich ihnen gegenüber nicht beweisen. Ach was. Und wenn ich sage, sie müssen es doch? Wissen Sie was? Ich schicke Ihnen Videos. Die können Sie sich dann ansehen, falls Sie Ihre Überheblichkeit nicht vorher umbringt. Ha, guter Punkt. Eines Tages wirst du nämlich platt gemacht, Kinnar. Das weiß jeder.
Geldschein gewinnt bestimmt. Hab ich jetzt gewonnen? Der ist tot, ne? Und? Wetten Sie auf die Blutdrescher. Wetten Sie auf die Gewinner. Es ist kein Spaß zu fliegen, wenn du den Okay. Gut. Wir müssen. Was? Das war das mit dem Koloss. Den müssen wir unlocken. Absteige müssen wir reinigen. Und da ist das Wrack. Pass mal auf. Wir machen das mit dem. Wir gehen als erstes hier hin, machen das mit dem Koloss. Genau, und die Absteige, das war diese Höhle, ne? Was war das? Ah, okay. Okay.